77 Jahre Firmengeschichte, 25 Jahre am Standort Klagenfurt und 10 Jahre nach dem Management-Buyout. Es ist schon ganz, ganz toll, wenn man als Geschäftsführer und auch als Mehrheitseigentümer einer so tollen Firma mit einer so tollen Mannschaft und so tollen Geschäftspartnern vorstehen darf. Ein ganz, ganz toller Moment, nicht nur für mich, sondern auch für alle meine Mitarbeiter. Bevor die Highlights kommen, möchte ich die Situation noch nutzen und mich bei der Tamara bedanken, weil sie hat jetzt monatelang wirklich sensationell die Party vorbereitet und das ist genial. Wir schauen uns viele bunte Sachen an, zum Beispiel einen ganz tollen Zauberer. Er wird das Publikum verzaubern bereits bei der Ankunft. Wir werden uns ganz ein tolles Kabarett anschauen, was das unsere Gäste unterhalten soll. Und natürlich wird es auch eine gute Kulinarik geben. Bei der Tagesordnung ist gestanden, dass wir in erster Linie unseren Mitarbeitern Danke sagen für die Treue, die sie uns gegeben haben und in Zukunft noch geben werden, weil ohne die Mitarbeiter wären wir nichts. Im Zuge dessen haben wir unsere Partner eingeladen aus dem In- und Ausland, treue Kunden, treue Lieferanten und natürlicherweise auch die Stadt und die Landespolitik. Solche Unternehmen wie das Unternehmen Kraus ist sehr, sehr wichtig für Klagenfurt. Sie sind unverzichtbar, sie haben eine Leitsternfunktion und sie verkörpert eigentlich das, was wir als Grundstrategie für Kärnten haben. Das Triple E, Innovation, Internationalität, Investitionsbereitschaft. Und das ist ein Vorbild, das zeigt, dass wir mit der Exportorientierung, mit Selbstbewusstsein, mit guten Mitarbeitern sehr viel erreichen können. Und weil Mitarbeiter so wichtig sind, habe ich mir gedacht, dass ich als Bürgermeisterin für jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin der Firma Kraus eine Brettljause mitbringe, dass sie gemeinsam einen geselligen Abend verbringen. Er hat damals Backmittel vertrieben, ich habe Maschinen vertrieben und wir haben uns privat gut verstanden. Wir haben dann einen kroatischen Partner auch noch gefunden und so haben wir von null und mit nichts damals ein Unternehmen aufgebaut. So haben wir uns natürlich in vielen guten wie schlechten Zeiten sehr, sehr gut kennengelernt. Ich freue mich ganz besonders, dass die Firma weiter gut unterwegs ist, dass es sehr viele Neuerungen gibt, dass es international geworden ist, dass nach wie vor die Mitarbeiter im Mittelpunkt stehen. Und ich freue mich, dass so erfolgreich und so gut die Firma sich entwickelt.